Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, heute mit der Rockzio Game Capture Karte HD Pro bla 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 und so weiter. Kommen wir jetzt erstmal zu dem Ding, zu der Karte. Hier sieht man die Karte sehr schön. Das müsste eigentlich die Mitte sein, weil ich filme das gerade vom iPod, weil meine Kamera leider leer ist und es etwas später ist gerade am Abend. Ja, gehen wir hier rüber. Hier sind die, was man dafür braucht. Man braucht dafür Microsoft Windows 7 Vista SP2 XP, also eins von dem ist klar, SP3 für 32-Bit und SP2 für 64-Bit, Intel Core 2 Duo Prozessor 1,8 GHz oder AMD, keine Ahnung, X264 2,0 GHz und 2 GB RAM und noch ganz, ganz viel anderes. Ja. Internet Explorer. Ja, ganz viel. Natürlich eine Xbox oder eine Playstation, was ihr haben wollt. Hier unten aufnehmen, streamen, bearbeiten und wiedergeben des Spielverlaufs in HD von Xbox und PlayStation. Ja, hier steht das in Deutsch, also in mehreren Sprachen. Ist natürlich alles in HD, was hiervon wiedergegeben wird. Hier nochmal so schön Rockzio Game Cap HD Pro. Hier sieht man noch so ein kleines Kabelkälbchen. Hochauflösende Aufnahme, Livestream von Spielen, leistungsfähige Videobearbeitung. Nochmal hier oben. Gehen wir auf die Rückseite. Hier sehen wir alles. Achso, so. Hier sehen wir einmal die Karte mit der Xbox verbunden, bla bla bla. Das ist jetzt nicht so richtig, also wie das eigentlich angeschlossen werden muss. Das ist nämlich jetzt anders. Hier unten steht nochmal in der. Kann man das sehen? Ich fokussiere das mal. So. Sieht man das? Ich weiß nicht. In der Box enthalten Rockzio Game Capture HD Pro Aufnahmegerät, USB-Kabel, Rockzio Game Capture Software, Handbuch für erste Schritte. HDMI-Kabel muss vom Benutzer bereitgestellt werden. Es kann natürlich auch ein Komponenten sein, also wie man hier oben sieht an der Karte oder wie man hier unten sieht. Ja. Rückseite. Nicht so interessant noch. Hier noch Game Capture Pro. HD Pro. So. Und dann machen wir das gute Ding auf. Hier oben habe ich schon die Lasche gelöst. Mache ich das mal hier auf. So. Das seht ihr gerade alles nicht. Oh, da fiel mir der iPod raus. Hier geht das gar nicht. Huhu. Ja. Und hoch und so. Hier ist erstmal eine Capture-Karte. Hier steht nochmal hinter der Rückwand von dem Karton ist noch was. Das hole ich jetzt schon mal raus. Hier hinten, hier, da. Seht ihr das? Ja, seht ihr schon. So. Dann müsste hier nichts mehr drin sein. Lege ich das mal hier hin. CD, Game Capture HD Pro und hier dann noch so ein sehr großes Kabel, wie man das anschließt. Hier einmal Komponenten gezeigt. Mit Komponenten. Natürlich geht das auch. Ja. Hier, ich weiß nicht, ob der ganze Winkel von meinem iPod gerade reicht. Von der Kamera wird's. Hä? Nee, achso, nicht reichen. Ja, hier einmal so kurz gefasst und so gut gefasst auf Xbox und eben PS3. Hier einmal Xbox und für PS3, wo wird das angeschlossen? Das ist bestimmt auf der Innenseite. Bestimmt. Ja, lasse ich es aber jetzt erstmal hier mit meinen kläglichen Versuchen. Ja. Jetzt kommen wir direkt zur Capture-Karte.
so ein bisschen den Stand verschieben. Capture-Karte. Oh, hier. Capture-Karte rausholen. Hier ist die Roxy Game Cap Pro HDMI und hier steht nochmal HDMI und JPBPR. Ich hätte mir die jetzt ein bisschen schwerer vorgestellt, ganz ehrlich, aber ja. Hier ist YPBPR, L und R. Also das hier. Das hier. HDMI wäre eben hier. Und hier. Und hier ist nochmal das gleiche. Moment. Ja, soweit ich weiß. Hier kommt das, was man so von der Xbox, was ich gleich noch zeigen werde. Da kommt das rein. Und vom von der, also hier kann man das von der Xbox reintun und hier kommt das von der PS3 rein, die ich leider gerade nicht zur Verfügung habe, weil ich erstens keine habe. Ich habe nur eine Xbox. Und zweitens, ich schließe das über Komponenten an, weil ich noch die ganz alte Xbox 360 habe, also die erste Xbox 360, die rausgekommen ist oder so, die kein HDMI hat, die nur Komponenten hat. Ja. Hier ist HDMI-Eingang, hier sind Komponenteneingang, und hier ist einmal HDMI-Output, hier einmal Komponenten-Outputs, so, und hier ist einmal das, wo dran dieses Kabel dran gemacht werden muss. Hier einmal. Oh, voll auf die Capture-Karte. Ja. Dies hier muss hier rein. Und USB halt ist vergoldet sogar. Muss halt in den Laptop bzw. PC. Ja. Dann war es das jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen. Jetzt kommen wir mal zum Anschließen. So, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Boden zurück. Das hier ist einfach nur eine Tischplatte, die ich gerade genommen habe. Haha, von meinem alten Tisch. Ja, hier haben wir die Game Capture Pro. Nur nochmal zum Vergleich. Moment, richtig platzieren. Hier ist meine Hand. Game Capture. Also ungefähr so groß wie meine Hand. Ja. Hier muss das jetzt alles rein, was ich hier hinten liegen habe. Dazu werde ich die Kamera noch ein bisschen ranholen. Ich hoffe, das hört jetzt nicht zu laut. So, dann haben wir hier einmal den grünen, den blauen, den roten, noch einen roten für Audio und einen weißen auch noch für Audio. Das hier ist für Video, das hier ist für Audio und das hier ist für einen, ja, nicht Flachbildschirm sozusagen, für einen rührenden Fernseher, den ich gerade auch noch in meinem Zimmer stehen habe. Ja, also packen wir das mal alles hier an. Dann grün in grün. Zack. Oh, das ist ein bisschen verheddert hier. Blau in blau. Ich war gerade ein bisschen verwundert, war das für mich aus dem Augenschein. Grün außer Rot in Rot, was gerade nicht passt. Jetzt passtet. So. Das hier ist nicht sehr professionell, deswegen. Aber gib mir eine Chance. So. So. Hier ist das jetzt mit den Komponenten angeschlossen. Müsste man so sehen. Und hier müsste jetzt noch ein Komponenten-Out kommen. Gut, ich habe das richtig angeschlossen. Den ich aber gerade noch fälschlicherweise auf dem Tisch stehen habe, liegen habe. Ja, ganz gut, Simon. Das hole ich jetzt auch mal eben. So, da bin ich schon wieder zurück. Für euch war das eine Sekunde oder eine halbe Sekunde. Für mich waren es zwei Sekunden. Haha, nein. Hier haben wir jetzt das Komponentenkabel nur für Audio. Ich weiß, das sieht etwas scheiße aus. Sieht alt aus, aber das habe ich mir dazu gleich mitgekauft. Also nicht von der Seite, sondern von einem Elektrofachmarkt. Nicht jetzt, dass ich von der Seite mitgekauft habe. Sieht, glaube ich, nämlich auch. So ein grün in grün, blau in blau, wie normal, rot in rot. Ja, jetzt fehlt. Oh, voll in die Kamera gekommen. Jetzt fehlt noch das Audiokabel, was ich hier auch gleich habe. Werde ich das mal eben ausrollen. Von der Kamera. So, das habe ich dann hier nochmal. Das kommt dann weiß in weiß.
Rot an Rot und das hier. So blöd bin ich. Ich komme die ganze Zeit gegen die Kamera. Muss gerade mal was. Ha. Kamera, steh mir doch nicht im Weg und warum machen die das so gründlich zu? Das geht doch nicht. So. Ich habe jetzt gerade die Hände nur vorgehalten. Ja. Ich guck mal nach, wie es im Video wird. Hier. Und nochmal schön vergoldet. Das kommt dann hier rein. Faltraum natürlich. So. Kommt dann hier rein. Und das USB-Kabel könnte dann in den PC kommen, der aber gerade da hinten steht. Deswegen switch ich jetzt einmal mit der Software und mit dem ganzen Gedöns dahin. Hier ist die Karte voll angeschlossen. Hier nochmal Überblick und es anschließen. Hier könnte man HDMI reintun. Wenn ihr das für HDMI nehmt, bla bla bla. Ich hätte jetzt kein HDMI zur Verfügung in meiner Xbox, deswegen nehme ich Komponenten. Hier wäre dann einmal HDMI rein, HDMI raus. Und so müsste es eigentlich auch bei der PS3-Fassung aussehen. Ja, kommen wir jetzt gleich mal zum Bildschirm.